Ein herzliches Hallo und willkommen zum Minecraft Let's Play Staffel 6, Folge 386. In der letzten Folge haben wir erfolgreich Papageien nach Nordwehen geschafft. Und ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt wundern, was ist jetzt los? Ja, auch in den trübsten Zeiten kehrt das Let's Play wieder zurück. Und ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier zum Let's Play Staffel 6 aus dem wunderschönen Nordwehen, meine lieben Freunde. Ich habe mir hier schon ein paar Wegpunkte gesteckt. Ihr seht es hier oben auf der Karte und es wird auch gerade dunkel. Und wundert euch nicht, hier ist noch der Weihnachtsbaum. Zack. Wundert euch nicht, dass der Weihnachtsbaum hier noch so ist. Das werde ich abschmücken. Genau. Ich habe die Welt ja damals vom lieben Nico bekommen, wie der, und erstmal was essen. Die Truhe mit meinem Inventar, was ich damals hatte, hatte ich irgendwo glücklicherweise verstaut. Das mache ich eigentlich immer, nachdem ich aufgenommen habe. Und die letzte Aufnahmesession war, wie gesagt, wie wir Papageien geholt haben. Und davor war der liebe Stefan alias Heiß PLP hier zu Gast und hat das Restaurant Mahlzeit gebaut. Und ich nebenbei ein paar Wohnhäuser. Ja, also ich laufe jetzt mal hier so ein bisschen umher, dass die Zuschauer, die jetzt vielleicht neu hinzugekommen sind und sowas noch nicht kennen auf diesem Kanal, auch einen kleinen Eindruck bekommen, was jetzt in diesen Folgen der Staffel 6 alles entstanden ist. Und ja, genau. Und das sind so die letzten Schritte. Wir haben ja Papageien geholt hier in der Taverne am Ratseck. Das ist übrigens der Rathausplatz. Hier ist die Übersichtskarte des Ortes, die muss ich aber hier unten noch ein bisschen erweitern. Da war ich wahrscheinlich damals gerade dabei. Hier muss noch ein Dach drauf auf dem Marktstand. Hier drüben sind schon Dächer drauf. Wie gesagt, hier der Weihnachtsbaum, der wird abgeschmückt. Hier den Brunnen. Und hier ist das Rathaus mit dem Turm. Und ja, hier sind noch ein paar Wegpunkte. Die hatte ich jetzt. Also das ist der Ort hier an sich. Hier oben der Hafen, der gehört nicht mit zum Ort. Wegpunkte. Und da tue ich jetzt mal ausschalten. Könnt ihr sehen, was hier alles für Örtchen drauf sind. Ja, hier hinten ist das Lager. Ich werde hier in umgekehrter chronologischer Reihenfolge mal kurz vorgehen und euch hier ein bisschen was zeigen, sodass wir wieder dann in Ruhe weitermachen können. Im Hintergrund läuft übrigens die Minecraft-Musik. Aus Gründen des Copyrights erwähne ich jetzt hier auch nochmal. Die Musik basiert auf dem Spiel Minecraft. Und es wird keine andere Musik hier im Let's Play geben, weil die Copyright-Bestimmungen sich ja, wie ihr alle wisst, geändert haben. So. Wir haben hier einen eisernen Kerl drin, der ist hier gespawnt. Und dann ist hier ein Papagei. Hier unten haben wir die Bar in der Taverne. Und hier geht es raus zur Straße. Und hier geht es zu den Zimmern. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich hier mal was eingerichtet habe. Aber es scheint nicht so. Das ist also auch ein Plan auf der Agenda. Hier tun sich welche lieben. Okay, hier ist noch ein kleineres Zimmer. Und hier hinten auch. Okay. Da müssten wir das dann noch einrichten. Das ist dann immer so ein To-Do-Plan, den ich mir dann auch erstelle, was man denn so alles machen muss noch hier. An Gebäuden haben wir hier das große Gebäude. Das ist einmal das Rathaus hier des Ortes Nordwehen. Das sind dieses Gebäude mit Turm. Und das Gebäude hier ist das Gericht. So, hier haben wir noch
eine Litfaßsäule. Schon die nächste Reise geplant, Touristik und Caravaning, Straße in die Höhe, Nummer 5. Falls ihr euch fragt, warum da jetzt nicht Caravaning steht, es ist, glaube ich, bei dem Schild auch noch ein bisschen schlimmer. Viele liebe Grüße zu 300 Folgen. Wünschen dir alle Bürger von irgendwas. Steht, glaube ich, noch drauf. Bin mir gar nicht so sicher. Jedenfalls sind die Schilder in der Rechtschreibung ein bisschen, nicht in der Rechtschreibung, sondern in der Aufstellung der Buchstaben ein bisschen auseinandergerückt, sodass weniger Buchstaben auf eine Reihe passen. Deswegen sind da einige Wörter nicht mehr zu erkennen, was leider ziemlich ärgerlich ist. Aber ich hoffe, das tut sich bald wieder. Negieren. Genau, hier haben wir Planbaustelle, Rathaus, Nordwehen, Botschaftsräume. Und da gehen wir gleich mal rein. Hier ist der Eingang und da ist eine Falltür zu. Das sind die alten Falltüren hier alle. Wundert euch nicht, basierend auf der 1.12, 11, ich glaube der 11, 1.11, ja, ist das ja alles gebaut. Bin mir aber nicht sicher. Obwohl, das hier ist ja Beton, oder? Ist das Beton? Weißer Beton, ja. Also 2018 hier, ich glaube, das war schon die 1.12.2. Genau, hier ist das Wartezimmer, da kommen dann noch Sachen rein. Na, ja, hier habe ich schon gearbeitet mit der neuen Keramik. Und hier ist das Büro vom Udo Brotpfeil. Ach, guck mal, ist schon was eingerichtet hier. Und da sitzt er dann hier drin und ein stehendes Büro. Und da kann man sich hier hinsetzen und beraten lassen. Dann ist hier das Büro vom Gerd Zimmermann. Ich muss mir dann nochmal in der Geschichte ein bisschen was aufschreiben. Ich habe das alles in meinem Unterlagen stehen, was die Leute hier alles für einen Beruf ausüben. Deswegen muss ich mich da geschichtlich schon ein bisschen nochmal auf den neuesten Stand bringen. Da haben wir hier ein paar Koordinaten. Und die Koordinaten muss ich mir wahrscheinlich auch nochmal zugute führen, weil ich noch nicht wirklich alles hier aufgedeckt habe. Ihr seht so ein bisschen jetzt Dämpfbach, Niederbach, Mooseck. Hier unten Tiefenbach, das ehemalige Hohenstein. Hier ist der Waldborn. Birkwinkel, Blumheide, hier ist Nordwehen. Hier oben ist der Weg. Hier sollte mal noch eine Pferderennbahn entstehen. Die muss ich noch mal ein wenig nachoptimieren. Hier ist der Strand. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ich glaube schon. Und hier geht es dann weiter nach Schulack. Und hier unten, wie gesagt, Tiefenbach, ehemalige Hohenstein. Und hier unten ist Bergstetten. So, wenn man jetzt hier weiter hier rumgeht, kommt man zur Treppe, genau. Und da geht es dann zur ersten Etage. Und die erste Etage ist hier. Und da kann man hier rausgehen und auf den Ratsmarkt gucken. Hab mir nochmal eine kleine Übersicht. Und das dort hinten, das gehört zum Hafen. Das sind so Lagerräume, Depots oder wie man dazu sagt. Hier hinten entsteht die Bürgermeistervilla. Und dahinter ist die Altstadt. Das ist, soll noch ein Turm werden von der Altstadtmauer. Die geht dort auch durch, weil untere Mauerstraße, Altstadtmauer. Man kann es sogar noch lesen. Wie hübsch. Also nicht alle Schilder, doch. Das kann man dort nicht mehr lesen. Schade. Muss ich mir dann nochmal in den Folgen angucken, was da drauf stand. Das ist nicht so eindeutig. So, hier steht ein Bett drin. Das ist schon mal sehr gut. Auf dem Schild steht nichts drauf. Hier kann man runtergehen. Und das ist der Shortcut zu dem Schiffen. Hier kann man... das ist, glaube ich, hier... Wir sind jetzt schon im Gericht. Genau, Büro der Schiffe. Ist das hier? Hier tun sich die Schiffe beraten. Hier ist der große Sessel der Schiffe und hier können sie sich beraten. Hier ist noch ein kleines Lagerraum. Und wenn man hier hochgeht, kommt man direkt ins Rathaus. Genau, da kann man die schnelle Botschaft direkt in den Rat schaffen. Und hier soll dann auch so ein Konferenzraum entstehen.
So der Plan. Genau. So der Plan. Gehen wir mal in die zweite Etage und da müssten schon ein paar Büros entstanden sein. Nein, nicht in dieser Etage. Da war ich mir wahrscheinlich noch unschlüssig. Aber da oben drüber, weil da ist schon Fußboden eingezogen. Das sind die Büros. Genau, hier sind ein paar Büros. Oder? Nee. Das sind dann so Beratungsbüros, ne? Die werden dann erst eingerichtet mit so einem kleinen Lagerraum immer hier hinten. Das ist dann auf der Seite wahrscheinlich auch der Fall, genau. Hier sind natürlich keine Fenster auf der Seite, weil es dann zum Gericht hintergeht. Hier kann man auf jeden Fall noch so ein bisschen... Achso, hier ist auch noch ein verstecktes Büro. Habe ich ganz vergessen. Hier kann man auch noch Fenster rausgucken. Kann man auch noch mal sehen, aus erhöhter Position hier drüben ist die Bürgermeistervilla da. Die Lagerdepots. Und hier oben, da ist das Luftschiff. Da, und das führt uns nach Grimhall. In die Stadt der Zwerge. Da oben ist der Luftschiffhafen. Und hier hinten ist eben, wie gesagt, das Altstadtviertel. Kann man das einsehen hier so ein bisschen? Da. Unten. Der Dorfkern. Ja, ich habe jetzt kein Bett auf Tasche, weil ich mein Inventar noch nicht gefunden habe hier. Ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe. Hier bin ich aufs Dach gekommen, genau. Ich weiß nicht, aber ob jetzt ein Bett ist auf der Etage, aber ich glaube weniger. Hier kann man auch noch rausgucken. Genau. Da drüben ist das Restaurant Mahlzeit, was ich angesprochen habe. Und ja, hier sind ein paar gewerbliche Häuser. Ich suche mal das Bett. Ich könnte jetzt auch hier runterspringen, aber... Nee, eine Etage tiefer war das. Aber wir können auch gleich so machen. Zack. Oh. Machen wir das so. Haben wir geschlafen. Ich will das auch gleich mitnehmen hier. Zack. Die morgendliche Karotte. So, was haben wir hier? Ja, da ist Schwert und alles so drin. Aber ich suche mein Inventar, weil Schwert und alles so habe ich ja schon gefunden. Das war im Lager, hatte ich das in eine Truhe gepackt. Ne, wo wollen wir hin? Hier? Ja, wir sind richtig, okay. Wir sind richtig. Und da müssen wir hin. So, dann sind wir wieder hier. Karotte aus der Hand nehmen. Ja, das war das Rathaus. Da haben wir hier drüben... Hier haben wir das Handelsregister Nordwehen. Also... Lagerkontor. Folgen 231 bis... Habe ich das noch nicht fertiggestellt? Genau. Da. Hier ist ganz viel eingelagert. Zum Sortieren. Ganz viel Krust ist ja drin. In einer Truhe ist natürlich nichts drin. Weil ja jetzt das nicht mehr die Original-Map ist. Und hier steht eigentlich draußen, was hier überall drin ist. Sand, Kies, Erde und grobe Erde. Und es steht auch mit dem Schild oben drüber, gegebenenfalls. Um sind Truhen, sind Türen, nicht Truhen. Zuckerrohr. Bisschen durcheinander zwar gewürfelt oben, aber hier unten ist alles so ein bisschen kategorisiert. Ja, die Setzlinge, Brot, Kartoffeln, Samen, Möhren. Ja, haben wir Ofenkartoffeln, irgendwie sowas. Nee, aber ganz viel Brot. Ich würde mir da einfach mal ein Stack Brot mitnehmen. Dass wir erstmal was zu essen haben. Das scheint da ausreichend zur Verfügung zu stehen. Hier ist die Hundsbande von uns.
Hasi-Säule. Okay. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber es hat noch alles einen Sinn. Genau, hier sind die ganzen Leute, die hier mit auf dem Server waren. Das muss ich auch mal wieder ein bisschen auffrischen. Inventar. Hab's doch gefunden. Inventar. Da tun wir das coolste Inventar hier von uns ja mal einsortieren. Guck mal. Hab da gesagt, irgendwo muss es sein. Und ich hab's gefunden. Ich weiß gar nicht, was ich hier als letztes gemacht habe. Ich habe hier Stein im Inventar. Ich glaube, ich war auf einer Höhlentour. Kann sein. Hab viel Seide mitgebracht, hatte Pfeile mit. Vielleicht auch irgendwie hier Höhlentor. Guck mal, wie lang das schon wieder her ist hier. Das Datum. Ha! Ewigkeit. Genau. Da haben wir hier ein bisschen Feuerwerk. Und hier ist das ganze Weihnachtszeug. Da ist natürlich dann nichts drin in der Truhe. Das bauen wir dann ab. Legen das hier rein. Hier ist nichts, genau. Hier ist die Stadtkasse. So, und eins oben drüber, da ist dann das Handelsregister. Genau. Wo die ganzen Gedingse drin sind. Dingse, Gedangse, Gedungse. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte ganz runter. Genau. Wundert euch nicht, das wären jetzt so ein paar Mega-Folgen. Also. Ihr kennt das bestimmt schon von anderen, dass die Folgen mit der Zeit jetzt auch etwas länger wurden bei vielen. Das ist bei mir jetzt auch der Fall geworden. Oh, guten Tag. Guten Tag. So, hier ist das noch weniger Gericht. Gerichtinformations. Schalter. Informationsschalter wahrscheinlich. So, und dann geht es hier zum Gericht. Hier war das der Büro der Schöffe, damit ihr wieder die Orientierung habt. Und da steigen sie gerade auf die Tische, wird heiß diskutiert. Hier sitzt doch einer im Publikum, der das Ganze mitverfolgt. Und ja, wie gesagt, da hinten, da in der Mitte, da sitzt der Richter. Und hier daneben die Schöffe. Und hier vorne steht der Angeklagte. Und hier der Kläger mit seinem Anwalt und ja, da oben und da oben da stehen die na, wie heißt das? Ja, gibt's ich weiß nicht, ob das in Deutschland gibt. Amerika gibt es das auf jeden Fall. Da sitzen die Beobachter hier und die tun sich dann beraten und mit dem Schöffen zusammen dann, glaube ich, das Endergebnis ausmalen. So, hier sind noch ein paar Bänke, dass alles hübsch und schön ausschaut. Und hier ist so eine Zelle. Hier kommt mal eine Zelle hin. Hier ist so ein kleines Lager. Genau, und diese Gefängniszelle hier kann man auch rausgucken. Und hier ist eine Gasse dahinter. Kann ich auch gleich mal zeigen. Habe ich ja Stein bei. Kann ich hier reinsetzen. Genau. Guten Tag zum Ausgang. Oben ist zwar schon ein bisschen was. Hier habe ich das auch. Erste Etage Anwaltskanzlei, Anzeigebüro, Bürgermeister, Rechtsbüro, Bürgerrechtsbüro. Zweite Etage ist das Archiv. Genau, das war das. Das war das. Hier haben wir noch Truhen. Holz, Schnee, Lehm. Diverses an Holz, Erde, Sand, Sandstein, Glas, Fleisch, Klosturmstaub, Zuckerrohr, Smaragde, Lau, Kompass, Namensschild, boah, ist ja alles gemischt. Puh, ganz viel Gruß. Hier ist Wolle, die können wir gleich mal mitnehmen. Kommen wir nämlich gleich dran vorbei. Hier Brotkartoffeln. Guck mal her. Hier habe ich ein Silo gebaut.
Das schauen wir uns doch mal näher an. Boah, hier gibt es ordentlich Fleisch. Also wenn wir hier mit dem Brot durch sind, da können wir uns hier ordentlich Fleisch holen. Guck mal hier. Ziehen wir uns doch direkt mal an. Zack. Haben wir doch schon mal ein bisschen Rüstung. Hier haben wir Krust aus der Höhle. Und was haben wir hier? Hier geht's runter, da ging es auch hoch. Boah, habe ich mir wirklich die Arbeit gemacht. Das ist eine Sortiermaschine, mein lieber Schwan. Aber wenn ich da vorne was rausnehme, plöppt das dann nach. Und das kriege ich woher? Ist das alles voll hier? Ne, ist nicht alles voll. Kriege ich da raus, aus der Truhe? Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja damals eine... Pass auf, komme ich gleich hin. Ich sehe es gerade auf der Minimap, darum habe ich... Hier ist ein Dorf ohne Spawner. Warum sind hier unten Dorfbewohner? Kommt mal raus. Warum sind hier unten Dorfbewohner? Was zum Geier? Können die dort reinfahren? Keine Ahnung. Muss ich mich aber noch mal ein bisschen hier dran orientieren. Ich glaube, das ist noch nicht die finale Lösung gewesen hier. Genau, und dann geht es dann hier hoch. Und dann wird oben einsortiert. Ja, komm, jetzt sogar was drin. Ha! Wie viel drin ist. Aber ihr seht, hier ist immer noch ein bisschen Fremdware drin. Das bleibt nicht aus. Aber das meiste ist trotzdem gut. Mal kurz was trinken. So, und weiter geht's. Im Tagesgeschäft. Ich gönne mir erstmal eine Möhre. Und wir müssen ja gleich schlafen. Oder wir können schon schlafen. Umso besser. So. Und da kommen wir gleich hier oben hin. Nämlich zu den Schafen. Die habe ich ja hier damals zitiert. Und das ist eine liebe Oma. Und die weiß ganz genau, dass hier versteckte Truhen sind. Überall irgendwo. Nee. Ist nicht hier. Ich dachte, ich hatte hier Wolle drin im Speicher, deswegen habe ich jetzt die 17 Wolle mitgenommen. Aber anscheinend nicht. Ja genau du. Ja. Hier sind meine Schafsfarben. Hier oben geht es dann weiter. Ich weiß noch gar nicht, ob ich alle Farben habe. Hier sind auf jeden Fall Dorfbewohner drin. Das ist nicht gut, aber die können hier oben reinfallen. Das ist okay. Okay, da habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht damals. Hier können wir erstmal einen Weg machen. Zack. Und hier kann man auch gefährlich runterfallen. Auch nicht so gut. Und da ich hier was gemacht habe, kommt hier bestimmt noch was hin. Hier habe ich bestimmt eine Farbe vergessen. Wir können mal zählen. 15 gibt es auf jeden Fall. Und das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und oben sind 4, das sind 12, also fehlen noch 3. Das sind nämlich die nicht bunten Farben. Hier unten sind die bunten und hier sind die nicht bunten. Also weiß, hellgrau, dunkelgrau und schwarz gibt es hier oben. Hier ist nochmal das Dach vom Gericht.
Schaut so aus. Wir waren gar nicht oben auf dem Rathausdach drauf. Das ist das dahinter. Wenn die Wolke weggeht, da kann man das dann auch sehen. Guck mal dorthin, da ist klarer Himmel. Gucken erstmal hier entlang. Hier müsste was sein? Der Schäferei. Die Schäferei, genau. Und die ist noch nicht eingerichtet. Hier oben habe ich, glaube ich, schon mal was gewerkelt. Hier steht auch ein Bett. Hier stehen auch Sachen. Es ist so ganz uneingerichtet ist es noch nicht. Aber dennoch müsste man hier rangehen. Hier drüben ist die Weberei. Genau, das ist die Schäferei, hier ist die Weberei. Hier ist der Schriftzug, wer es nicht kennt. Nordwind besitzt einen Schriftzug, der schaut so aus. Oben ein paar Häuser für Gewerbeflächen. Oh, hier ist noch ein Loch. Müsste man zukleistern. Geht's in die Altstadt. Ich kann mal ganz kurz hier einen Überblick über das Viertel geben. Hier unten sind nämlich hier ist rote Beete angepflanzt. Da ist unser Kuhbestand. Davor sind Kartoffeln. Da ist Zuckerrohr. Und hinter diesem Gebäude, was der Bahnhof ist, wie man schwer erkennt, ist Weizen. Kann man das dort ein bisschen durchsehen? Ja, genau. Und hier, wo ihr die Zäune seht, das seht ihr hier unten drunter so silberne Sachen. Und das sind die Trichter, die wir vor uns gesehen haben. In dem Viertel standen mal ziemlich viele Dorfbewohner, die sich dort gegenseitig die Brote zugeworfen haben. In diesen Zäunen sind nochmal Felder von Kartoffeln. Und ich habe die Dorfbewohner so getrimmt, dass sie da drinnen kein Weizen anbauen, deswegen Kartoffeln. Und ja, wie gesagt, haben sich gegenseitig Brote zugeworfen. Im neuen System wird es ja dann nicht so sein. Also man kann ja nicht so einfach Brot farmen über diese automatische Brotfarm. Hier ist nichts drin, der Truhe. Da oben ist theoretisch auch nichts. Da ist, wie ihr seht, nur ein Weizenfeld. Und daneben ist ein, also auf der anderen Seite, ein Kürbisfeld. Und dann noch viele Planbaustellen. Und ja, und der Turm, den man besichtigen kann. Der 300er ist das nämlich. Und da oben ist eine Wache hier. Hält Ausschau. Da freuen sich ganz viele Dorfbewohner. Das ist übrigens eine Pension. Kann man auch nochmal hinschauen. Eines der Gebäude, die hier eingerichtet sind. Das ist immer ziemlich gut. Hier treiben sich auch ziemlich viele Wachen rum. Weil dieser Ort ziemlich gut besucht ist. Hier unten ist der Frühstücksraum, der ist tatsächlich noch nicht eingeräumt. Ja, so auch die Rezeption an die Seite hin. Ich glaube, die sollte hier auf die Seite. Und hier ist so ein Gemeinschaftsraum. Ein bisschen Deko fehlt ja auch. Hier oben wollte ich ein paar Blumentöpfe hinsetzen. Und ja, hier hinten. So ein Hausmeisterhaus. Hier kann man es auch nochmal sehen. Hier da drin sind Kartoffeln und die Trichter, da ist zum Beispiel eine Truhe, da tun die dann sich gegenseitig mit Broten beschmeißen. Und da hinten seht ihr, das sind die Pferde. Die haben so einen lustigen Bug, dass da ein paar rosa Pigmente drin sind, deswegen wundert euch nicht, warum da teils so rosa Pigmente drin sind. Das sind auch Esel. Und da steht die Tür offen, keine Ahnung warum. Und hier drinnen sind die Hauptpferde, die auch benannt sind. Ich weiß auch nicht, ob die Namen noch haben bei dem Umzug hier. Hier ist nichts mehr drinnen. Zimmer Nummer 1, Zimmer Nummer 2. Habe ich hier noch was im Lager? Hier habe ich ein vorübergehendes Lager errichtet. Aber anscheinend nicht. Zimmer Nummer 2. Doppelzimmer. Die Truhe kann man leider nicht öffnen, weil wegen, ja, weil wegen, deswegen kann man da, oder mal ein kurzer Prozess hier, weil wegen, deswegen ja, kein Problem, guck mal hier, zack,
Ach so, wegen dem Fenster. Kann ich den. Oh, da habe ich eine Werkbank drunter gepröpselt. Da ist ja nichts drin, wa? Ich würde jetzt einfach mal hier die Truhe hinstellen. Da kriege ich es nämlich auf. Deswegen würde ich da das so machen. Okay. Haben wir wieder ein Problem gelöst. Sehr schön. Erste Amtstat hier wieder. Und hier ist das Zimmer Nummer 1, sogar mit einem kleinen abgetrennten Bereich für ein drittes Bettchen. Und ja, anhand an den Betten wird dann auch abgezählt, wie viele Dorfbewohner der Ort maximal haben kann. Da wir so viele haben, ja, weiß nicht, wie ich die Volkszählung hier vollstrecke. Müssen wir mal gucken. Weil es werden ja dann alle Dorfbewohner auch arbeitslos. Und dort, wo die am nächsten dran sind. Hier unten geht es dann dahin, genau. Wir wollten ja hier hinten hin. Aber hier sind die Schafe. Hier freuen sie sich. Und wir wollten hier nach oben. So. Hier ist ein Haus. Ich weiß nicht, hier ist auf jeden Fall ein Geistlicher, der bewacht den Schriftzug. Hier ist die Apotheke. Hier oben muss dran sein. Hier ist die Apotheke. Und da ist noch nichts drin. Hier oben, wundert euch nicht, warum hier Glas ist, ganz oben in der zweiten Etage von hier aus gesehen, ist eine Monsterfalle. Und deswegen steht das hier, da klatschen die Monster hier runter. Jo, danke schön, dass du mir die Tür vor der Nase zuklatschst. So. Ja, hier müssen noch. Ja, hier ist noch Krams drin. Müssen wir alles mal mit der Zeit angucken. So, ihr habt wahrscheinlich gerade ein Geräusch gesehen. Hier ist die Touristik und Cover-Warning. Noch wen? Wenn man jetzt über diese Platte läuft, da erscheint so ein kleines Ding-Dong. Und ja, wird auch noch mal ein bisschen was eingerichtet, aber im Endeffekt ist es das hier. Weiß nicht, was es hier oben noch gibt. Ein paar Betten für Neulinge. Einen schönen Kronleuchter gibt es auch. Und ja, das hier sind ein paar Wohnhäuser. Oder? Hier ist ein kleines Lager. Genau, hier ist dann. Von hier oben kommt das dann hier runter. Genau, hier ist die Küche. Mit Ofen und allem. Sogar was drin. Ja, wundert euch nicht, warum hier so ein paar Sachen stehen. Wir haben hier ein paar Plugins drauf. Das ist wie gesagt hier keine Singleplayer-Welt, sondern eine Server-Welt. Ja, da kann auch mal jemand dazu joinen, aber ich habe das Chat aus. Wie gesagt, hier das Schlafzimmer. Hier die Küche. Das ist jetzt auch cool mit dem weißen Glas. Das hat sich ja geändert gehabt. Dann hier kann man sich auch reinsetzen in die einzelnen Stühle. Genau. Und tun wir mal hier draußen schlafen gehen. So, was haben wir hier noch? Wie gesagt, hier, da ist ein Wohnhaus, hier ist auch noch ein Wohnhaus. Das ist jetzt aber noch nicht besiedelt. Und hier oben, da drin ist wie gesagt die Monsterfalle. Genau, hier ist der Schreinereibetrieb. Unter dem Meister Udo Holzkopf. Und das ist nicht der Udo Holzkopf, aber hier ist ein Lama. Das habe ich damals entdeckt. Ja, wö, kann ich auch. Hier liegen so ein paar Späne auf dem Boden. Hier hinten ist die Säge, die quasi das Holz hier zersägt. Hier kann man das Holz anschieben.
Und dann die Säge zersägt das und am Ende kommt ja so ein Brett raus. Genau. Und die ganzen Abgase, die da entstehen, die werden hier hinten rausgesaugt und kommen dann oben dann aus der Esse raus. Hier oben ist dann die Verarbeitung. Hier werden wie zum Beispiel hier Zauntore hergestellt, werden auf Herz und Nieren geprüft hier. Stehen hier ein Dorfbewohner da und tut die tausendmal auf und zuschlagen, ob die auch gut geölt sind. Und ja, hier ist die Zaunproduktion, da ist auch das Lager der Zaunproduktion. Hier steht dann der Meister und beobachtet seine ganzen Schützlinge, ob sie das alles richtig machen. Hier ist dann auch eine Werkbank, weiß nicht, was hier hergestellt wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch die ganzen Arbeiten stattfinden mit so kleinen Sägen, die jetzt hier wieder weggesogen werden. Oder hier werden die Stufen ja, die Treppenstufen hergestellt und hier drüben eingelagert. Sind sogar ein paar drin. Siehst du mal. Zäune. Okay. Geht's noch höher? Ah, hier ist das Lager, genau. Habe ich schon gar nicht mal so schlecht gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Eines meiner Schmuckstücke hier, die mir sehr gefallen. Ja, keine Tür drin, das ist das einzige Problem hier. Hier ist die Steinbrennerei. Da ist bisher auch nur so ein Ofen hier entstanden, so wie ich sehe. Habe ich Fackeln bei? Nö, habe ich nicht. Also auf jeden Fall viele Gebäude, die noch eingerichtet werden müssen. Und hier ist der Türenhoblermeister. Wir hobeln ihre Türen so fein wie Seide. Ja. Da kommt dann hier hin. Da ist hier noch so ein Garten, das hat damals der Ansgar gebaut. Und ja, hier hat man noch mal so einen kleinen Überblick. Da sieht man jetzt auch das Dach. Wenn ich jetzt so mache, sieht man das Dach des Rathauses. Schiebt sich gerade wieder eine Wolke durch und da kann man jetzt auch den 300er, den großen Turm besser sehen. Großen Aussichtsturm. Damals in der 300. Folge zusammengebaut mit ganz vielen Gästen. Könnt ihr euch alle angucken in der Playlist. Ist auf jeden Fall verlinkt. Genau, und da hinten ist auch ein Haus, aber ich weiß gerade nicht, wie das heißt. So, da bin ich wieder. So, und hier hinten gibt es dann, wie gesagt, die Kürbisse. Hatte ich vorhin ja schon angesprochen. Hier hatte ich irgendwas geplant, aber keine Ahnung, was das hier werden soll. Ob das irgendein Lichtspiel werden soll, eine Parkanlage. Keine Ahnung. Hier gibt es auf jeden Fall, boah, eine Sache hier, was hier noch gebaut werden soll. Baummanufaktur, Floristik, Zum, ja, da fehlt dann wieder der Name. Hier oben auch Schmiede Zum. Hier auch Lehmbrennerei Brennendes, eine Steinmetzgerei zum Runden. Ja, da fehlen die ganzen Namen, da werde ich auf jeden Fall aus den Folgen nochmal raus schreiben müssen, was da alles drauf stand. Weil ja auch ziemlich viel gekapert ist. So, gehen wir mal hier lang. Wie gesagt, hier hinten gibt es nicht viel zu sehen. Da ist zwar ein Zaun, aber das sind nur Grundstücke, die abgegrenzt sind. Karte sehen hier hinten, ist nicht wirklich was gebaut. Das sind nur Wege. So, jetzt kann man den Ort auch mal von der Seite sehen hier. Da sieht man auch, wie groß das Rathausgebäude ist und daneben das Gericht. Und das ist die Pension. Und da waren wir gerade drin, hier die Schreinerei. Und ja, gibt natürlich auch hier ein Esse. Ganz schön gelöst.
unten eben die Felder. Ja, und hier ist eine kleine Baumfarm. Und hier ist auch ein Gebäude, hier ist ein Lager. Und hier geht's rein. Hier ist das Nachtquartier, ein 300er. Und hier ist ein kleiner Elektronenbereich. Genau. Hier ist erstmal ein Zombie. Und ja, diese Elektronik steuert quasi diese 7-Segment-Anzeige. Und die sollte ich eichen. Durchlauf 1 und 2 eichen, weil es nicht mehr funktioniert. Ja, und dieser Rhythmus hier bildet dann ihr, also quasi auf den Sandstein gebaut ist, tut ja die 7-Segment-Anzeige ansteuern. Aktuell steht es auf 0. Dann haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da fängt es aber bei 0 an. So der Plan. Kann ich euch nochmal von draußen zeigen. Sieht ganz schön aus. Genau, das füllt dieses Haus. Hier ist das Nachtquartier. Und ja, das ist der 300er. Wenn er davor steht, sieht er auch ganz schön hoch aus. Oben ist es auch dunkel unten drunter. Genau, ja, und glaube ich auch einen Namen dran, wer da alles dabei war. Genau, Bauarbeiter und fleißige Helfer. Tomcat, Annie, Fassi, Enrico, Delfino, Sonnenschein, der Philipp und der Cedric. Alle waren dabei. Da geht's auch hoch, eine endlose Leiter. Es sind auch kleine Apartments hier. So, Fuser. Zum Beispiel hier. Auf jeder Etage sind so ein paar Apartments. Ich glaube, das hier ist vom Delfino sogar. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und dann kleines Lager. Das müsste dann, glaube ich, schon der Anni sein, genau. Annis Apartment. Auch so mit Balkon, kann man hier schön rausgucken. Hat nur wirklich hier, jetzt habe ich mich ausgesperrt. Eine wunderschöne Aussicht hier auch, ne? Genau, hier ist das Büro von der Anni. Also das haben wir ja alles selber gebaut hier, ne? Kann man auch noch nach oben. Hier noch ein Lager. Und hier oben müsste dann hier Schlafzimmer sein oder irgendwas. Oder auch nicht. Oder ist es hier dahinter? Ne, ist einfach nur ein Lager. Ja, kann man schön gucken hier. So ein bisschen versteckt auf jeden Fall. So, hier war jetzt auch noch ein Apartment. Die Apartments wurden hier auch immer kleiner, weil der Turm natürlich auch immer enger wird. Deswegen sind hier manche Apartments auch mehrstöckig. Genau. Das war dann das hier. Badezimmer. Brauchen wir natürlich auch. Und hier stockt es dann. Habe jetzt ja auch keine Leiter bei, was das Ganze etwas problematisch darstellt. Also ich kann jetzt einfach so machen. Kann man auch weiter nach oben. So, jetzt noch mal ein bisschen Breite. Muss einfach nur eine Zwischenetage. Und jetzt wird der Turm hier ganz dünn. Und dann sind wir dann auf dieser Ebene. Zack. Und wenn wir auf dieser Ebene sind, können wir hier. Wo habe ich es fertig? Hier. Hier sind so ein paar Skelette. Komm her, Robin Hood. Müsste mal hier
essen. Und das sind jetzt nicht Apartments, sondern einfach nur kleine Wohnungen. Ich will nicht sagen Wohnungen, sondern Räume, wo man auch rausgucken kann. Man schwebt quasi über den Wolken. Und ja, das wird ja noch ein bisschen eingerichtet. Das kann man sich anmieten, wie so Hotelzimmer quasi. Und die gibt es einmal in winzig. Die sind natürlich am preiswertesten. Hier fehlt überall Beleuchtung. Ist ja der Wahnsinn. Und die Räume hier oben, hier ist jetzt zum Beispiel noch keiner drin, aber hier, die haben Fenster und die können natürlich rausgucken. Ja. Und haben natürlich auch ein größeres Zimmer und es ist ja natürlich ziemlich luxuriös. Dann kann man hier die Treppe noch hochgehen. Zack, 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 Wendeltreppe, Wendeltreppe, Wendeltreppe. Und hier ist Schnee draufgefallen. Ja, hier kommt dann die Kuppel drauf. Hier oben ist noch ein Café und diverses anderes, eben die Aussichtsplattform, wo man sich hinsetzen kann und aus der Landschaft rausgucken kann. Und da ist das Rathausdach, kann man es noch mal ein bisschen genauer gucken. Und da hinten ist auch noch ein Turm. Kann ich jetzt gerade nicht einsehen, ist im Nebel. Weil wir so hoch sind. Wir sind gerade hier auf Höhe 179. Und wenn ich jetzt hier hingehe, seht ihr, die Nadel geht sogar noch ein Stückchen nach oben. Also, ich sag mal so, da geht noch was. Und hier sind ordentlich Materialien, wo die Helferchen auch dafür gesorgt haben, mit, dass sie da hinkommen. Und ja, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Es gibt jetzt jede Woche am Mittwoch eine Folge hier aus Nordwehen. Mit Minecraft Staffel 6. Mit mir den Cedric. Ich kann hier wieder eine Möhre essen hier. Leiter absteigen, strengt an. Und damit sage ich tschüss und bye bye, euer Cedric, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Staffel 6 mit mir, den Cedric. Jo, ciao, ciao.